Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 im Multiplayer. Und wie ihr seht, es ist wieder Winterjahreszeit. Und was machen wir immer in der Winterjahreszeit? Richtig, Forza Quartett, weil uns nichts Besseres einfällt in dieser Jahreszeit. Nee, das ist eigentlich nicht der Grund. Das ist einfach tatsächlich immer Zufall, dass Winter ist. Aber ich glaube, nur eine einzige Quartettfolge haben wir nicht in der Winterseason gemacht. Sonst immer. Aber naja, egal. Ihr wollt natürlich wissen, wer heute mit dabei ist. Das ist der Andi, der Eragos und der Scarface. Grüß euch. Hallo. Servus. Moin, ja, ihr könnt wahrscheinlich dem Titel schon entnehmen, heute in einer ganz besonderen Edition, in der Tuned Edition. Das hatten wir bis jetzt noch gar nie. Wir haben es immer zweimal angeteasert, dass wir gesagt haben, ja, komm, lass doch mal nicht nur mit Serienfahrzeugen machen, sondern lass doch auch mal mit getunten Fahrzeugen machen. Und das ist eigentlich auch mehr oder weniger zufällig entstanden, denn wir losen immer am Anfang oder bevor so eine Folge umgesetzt wird, immer aus, okay, was ist der maximale Leistungsindexwert, was alle unsere Fahrzeuge in der Summe haben sollen. Und der Wert ist halt von 2500 Leistungsindexpunkten, verteilt auf 5 Fahrzeuge. Also, ja, wenn es das wäre, jedes Fahrzeug 500, wenn man es genau aufteilen würde, bis 4990 Leistungsindexpunkte. Das heißt, wenn jedes Fahrzeug ein Leistungsindex von 998 hätte. Und ja, sollte der schreckliche Fall eintreten, dass wir so ziemlich den Höchstwert haben, dann wird es schon sehr schwierig werden, da wirklich Serienfahrzeuge zu finden, ohne dass jeder nicht das gleiche Fahrzeug am Ende hat. Und ja, es sind jetzt nicht genau 4.990 Punkte geworden, sondern es sind 4.957 Punkte geworden. Das heißt, wenn man so möchte, kann man 4 Fahrzeuge auf 998 aufbauen. Und eines müsste man dann halt notgedrungen auf 965 aufbauen oder halt natürlich irgendwie so mischen. So, das zur Theorie. Ich würde sagen, wir schreiten einfach in die Tat um. Wir sehen auch schon die ersten Fahrzeuge. Ja, wir haben hier einen leicht getunten Carrera S. Wir haben einen wahrscheinlich nicht so krass getunten FXXK. Der ist halt einfach an sich schon krass. Dann haben wir einen auch wiederum leicht modifizierten Opel Speedster oder Vauxhall Speedster, was auch immer. Und dann haben wir noch einen 599XX, der, glaube ich, auch leicht modifiziert wurde. Ja, mit leicht meine ich natürlich voll in die Fresse gehauen. Ich weiß nicht, wie viele Leistungsindexpunkte ihr habt, ist auch egal. Wir losen natürlich die erste Kategorie wieder aus. Und es kann jetzt natürlich alles Mögliche passieren. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Und es kommt, ich habe verloren. Und wobei, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, doch, ich habe verloren, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall Hubraum aufsteigend. Uff. Das heißt, Also, man möchte jetzt meinen, dass ich da gute Chancen habe. Was hast du denn für einen Motor? Achso, der hat einen Motor überhaupt gemacht. Dann ist kommt gleich 9 Liter. Ja, dann fang doch mal an, wenn du so machst. Ja, ich sag so, jetzt sind 7 Liter. Kann man machen. Ich weiß auch nicht, wo die sind, aber irgendwo da drin. Okay. Ich mache einfach mal weiter. Bei mir sind es. Moment, jetzt muss ich doch nochmal schauen. Es sind auf jeden Fall weniger. 6,3 Liter. Ach, Kacke. 6,262. 4,593. Alter, wie. Wegen jetzt 0, schieß mich tot. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Also ja, das zu den Regeln zu Quartett, die beiden Verlierer müssen ihre Fahrzeuge abgeben. Der zweite darf es immerhin noch behalten, beziehungsweise hinter seinen Kartenstack stellen. Das heißt, gewonnen hat der Porsche, also Micha, ne? Ja. Weiß ich, kriege Andi. Andi, sein Speedster und mein 599XX. Alter, und der ist nicht mal gefahren worden. Weißt du, sowas kotzt mich schon. Warum muss es immer mit so einem Theoriewert anfangen? Wieso kannst du nicht einfach mal mit Action anfangen? Es ist dann, immer so. Dann kriegst du 599XX, ne? Genau. Ne, erste 9XX und dann immer das schlechteste Auto zuletzt, glaube ich, oder? War das nicht so? Das schlechteste Auto zuerst. Schlechteste Auto zuerst, habe ich doch gesagt. Also erst Andi, dann dich und dann kommt meine. Wäre ich mal bei den 2 Litern geblieben. Ja, schön. Micha, weil du gewonnen hast und Quartett so eine unfaire Geschichte ist. Oh Gott. Darfst du jetzt die nächste Disziplin auswählen? Ja, kurz auch nochmal als Hinweis: Wer Forza Quartett nicht kennt, schaut sich am besten mal die alten Folgen an. Ist natürlich angelehnt ans Autoquartett oder Supertrumpf, wie es ja auch heißt. Ja, egal. Viel Spaß. Frage: Wo könnte es denn funktionieren?
Sagen wir es so, wenn ich keine Autos gewinne, muss ich mir schon keine Tunings von euch laden, ja? Das stimmt. Also nicht, dass ich einfach keine Downloads laden geben. Will. Nein, nein, nicht deswegen, sondern sonst müsste ich ja jetzt was laden, weißt du? Das kostet Nerven und Anstrengung. Übrigens, alle Tunings, bis die Folge erschienen ist, sind freigegeben unter FQT, also Forza Quartett Tuned. Könnt ihr dann selber auch auschecken. Wobei viele meiner Tunings, das verrate ich an der Stelle schon mal, die sind sowieso schon unter einem anderen Namen schon mal freigegeben worden. Also tut nichts zur Sache. Komm, machen wir doch einfach ein Drag Race. Weil es so schön ist, machen wir das am Eissee. Ach nee, Alter. Alter, du willst mich doch rollen. Hey, wenn es schon mal da ist, wenn wir schon Winter haben. Ja, gib mir auf den Sack, der Junge. Hier werden wieder Freunde. Ich hab doch keine Zeit, hochgehoben. Ich muss gehen. Ja, alles klar, brechen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Auto wechseln, ne? Oder wechseln wir das dann erst im Rennen? Nö, ne? Nö, nö, jetzt. Ist ja geil. Du hast entschieden, jetzt ist eh zu spät. Zum Glück habe ich so Bremsklötze anverbaut bei meinem Fahrzeug, dass sich das auch richtig lohnt beim Drag Race. Ich habe hoffentlich den Anker nicht aus dem Beifahrersitz rausgeworfen. Alter, das bremst halt gar nicht. Alles klar. Gut, aber bremsen müssen wir ja nicht. Aber dann wird er auch nicht besser beschleunigen, ja? Uah. Aua. Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich die Dachbox draufhauen sollen. Aber die bringt, glaube ich, noch mehr Gegenwind. Aber vielleicht mehr Anpressdruck. Vielleicht ist der Anpressdruck hier gar nicht so falsch. Denke ich mir, fährst du einmal Porsche in deinem Leben. Und schon verkackst du, ne? Ja. Auf einmal aber ich merke schon, Ferrari, der hat auch ein bisschen, der wird auch ein bisschen ausgebremst. Also wir haben alle Flügel, das ist schon mal sehr positiv. Ich habe schon echt Panik bekommen, dass die mich jetzt killen wahrscheinlich. Halt die Frage. Aber es kann auch sein, dass er bringt die Leistung besser aufs Eis. Ja, vielleicht. Vor allem verkackt hat sowieso der irgendwo in der Mitte startet, weil da ist ja diese Bodenwelle drin. Ach du Scheiße. Ja, komm, lass mal ja in der Mitte starten, oder? Es ist da, hier vorne ist diese Bodenwelle. Wenn du da reinfährst, dann kickt sich sowieso schon weg. Das ist eigentlich super unfair bei dem. Das ist aber genauso auch beim Flugplatz. Da sind ja auch Unebenheiten an manchen Stellen mehr wie auf anderen. Oh, sorry. Und wenn du in der Mitte hier startest, bist du halt einfach schon gelackeiert. Sag ich halt einfach mal. Ganz, ganz köppendreust, ne? So. Jetzt Reifen aufwärmen richtig und so. Ah ne, halt, anderes Spiel. Ja. Die Reifen sind schon warm. Ja, so ist Emi halt. Platz 1! Wie es im Winter halt geht. Platz 1! Ich chart 100%ig in der Mitte. Platz 1! Wird interessant. Nee, ich glaube Platz 1 startet in der Mitte. Also ich würd das, so wie es hier steht, würde ich jetzt gern nehmen. Das passt schon. Nein, ich start genau in der Mitte, nein! Also nicht in der Mitte von uns, aber in der Mitte vom... Oh, ist doch unfair, Alter. Komm. Ah, ich konnte jetzt fast Grip, du Sau! Komm, Schwedenpower! Der hat gerne noch einen Gang. Ich auch! Ah, ich hab Fraktion. Ich hab noch einen Gang. Aha. Nein! Wär doch ein bisschen besser. Ah. Ja, ich schreib mal den mal wieder unten hin, ne? So, was hab ich jetzt gewonnen? Ein GT3 von Andy. Wir den Z28. Andi, ups, ich muss das auch tippen. Tut mir leid, ich habe eine Schreibmaschine, deswegen hört man das so laut nebendran. Weil der PC ist ja schon in Use. Also das Z28 von Micha. War nie wieder Porsche. Ich habe mit denen bisher im Quartett immer verloren. Jetzt wird nur noch über Porsche gehatet von Andi. Ja. Also hat sich nichts geändert. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich hab gar keinen Porsche tatsächlich bei dieser Ausgabe dabei. Was? Das ist beschiss. Ich glaube ich dir nicht. Das ist eine Premiere. Doch, jetzt habe ich ja einen Porsche im Fuhrpark. Danke. Richtig. Ich tune den noch schnell um, okay? Okay. Also ich muss ja jetzt hier wählen. Was habe ich denn als Fahrzeug? Okay. Da ja die Regel besagt, man muss immer nach Theorie Action machen. Das wurde jetzt erfüllt. Könnte ich theoretisch wieder eine Theorie bringen? Aber mache ich nicht, glaube ich. Ich wäre tatsächlich für einen... Ich bin für ein Rundkursrennen. Geil. Mhm.
Auf der Straße? Wieso bin ich jetzt Anführer? Man weiß es nicht. Ich müsste Anführer eigentlich werden, aber... Ich melde mal kurz dein Nummernschild. Ja, mach mal. Anzeige ist raus. Dankeschön. So, ich wechsle kurz mal das Fahrzeug. Also ich glaube, es hätte noch eine andere Disziplin gegeben. Damit hätte ich wahrscheinlich auch gute Chancen gehabt zu gewinnen. Aber man weiß ja nie, was manche Leute dann so aufbauen. Und deswegen glaube ich, im Grundkurs... Wenn ich bei mir in der Auswahl nur auf das Bild schaue, wird das schon ein legendäres Rennen. So. Geht's denn hin? Kann er nicht. Doch, Koop, ne? Ja. Nee. Nein. POVP. Ja. So, Blaupause erstellen. Ja. Nein. Ja, jetzt nochmal neu. So. Nur Isetta, genau. Dim-dim-dim-dim-dim. So. Nichts Falsches einstellen. Das wird ja jetzt lustig. Ja. Kinders. Kinders. Oh. Das wird richtig schön jetzt. Ja, ja. Das wird der Hammer. War das eine Anspielung auf dein Auto? Ja. Okay. Ich fahre jetzt den Hammer. Pferder, was fährt er? Im Ladebildschirm. Fahrzeug ohne Profil, so viel steht rechts schon mal fest. Oh Gott. Ui, okay. Okay. Das ist, also okay, der Atom ja. Macht mir ein bisschen Angst. Alles klar. Der Chiro jetzt weniger. Oh ja, ich glaub's auch nicht, dass der ein Problem wird. Aber der Atom ist schon eine viel... Aber gut, komm drauf an. Vielleicht hat er auch Frontantrieb, dann können da... Alter, was hast du mit deinem Chiro gemacht? Das ist ein Bonuswagen für euch. Alter, willst du mich verarschen? Ja, super Sturz auf der Hinterachse. Ah! Oh Gott, was war ich für eine Kacke? Okay, Aragos, das ist eine sehr interessante Runde. Da kriegt wohl gleich jemand zwei interessante Autos. Hast du den Atom oder was auch noch falsch getunt? Ja, ich überhol gerade den Atom. Oh Mann. Ja, ich hab auch echt überlegt, ob ich so ein Scheißauto machen soll. Nein, ich bin der Checkpoint vorbei, Scheiße. Ich wollte nämlich ein Fahrzeug komplett auf Front, also quasi Allrad rein und halt Stiff komplett auf Front setzen. Aber hab's dann doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich sowas mache, dann kommt es immer böse auf mich zurück. Und jetzt hättest du es mal gemacht, ne? Also sagen wir einfach, es ist egal, wie leicht man dieser Karre einlenkt, irgendwas fängt immer an zu rutschen. Meine ist genial, die kann nicht gerade fahren. Also ihr merkt schon, ja, die Leute haben nicht alle nach gutem Gewissen geile Autos aufgebaut, nur weil sie so viel LI haben. Nee, sie bauen Autos auf, damit, wenn man sie gewinnt, verlieren kann. Dankeschön, Jungs. Ich hoffe, ich gewinne die Autos. Ich sag mal so, ich bin nicht mal froh, dass ich nur Zweiter werde. Nee, glaube ich dir, weil ich muss nachher mit denen rumdealen. Vor allem Trey muss zweimal mit denen fahren. Das war auch so ein Aufbau. Erste Runde könnte in unter 1,50 fertig werden. Ich bin schon länger den Sesso nicht mehr gefahren und ich habe da so ein direktes Einlenkverhalten reingemacht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal den Checkpoint verpasst, weil ich quasi zu früh eingelenkt habe. Du hast ein paar Mal den Checkpoint verpasst? Das glaube ich dir nicht. Nee, fast ein paar Mal den Checkpoint verpasst. Alter, Micha, jetzt will ich wissen, was du mit dem Teil angestellt hast. Ich werde es wahrscheinlich früh genug leider erfahren. Es sieht aber nicht so schlimm aus, weil beim Bier klang Ray wesentlich erschrockener am Start. Ja! Ja gut, beim Ding habe ich nicht so drauf geachtet, beim Atom, aber beim Chiron, das sah halt aus wie eine gebrochene Achse hinten. Ja, den habe ich aus Versehen mal in Steinbruch versenkt und wieder rausgezogen. Du hättest aber eher, um so diesen
Stil eines, ich bin auf den Randstein seitlich draufgeknallt zu haben, hätte es ein 5er positiver Sturz draufballern müssen. Das wäre noch lustiger gewesen. Jetzt pass mal auf, wenn du das Auto erstmal fährst. Du hast nur die Hinterseite gesehen. Ja, ja, die Vorderseite ist genau, ist dann positiv verstimmt. Ja, komm, ist geil. Das ist so alter Formel-1-Wagen-Style, weißt du? Ja, vorne ja so. er hat vorne 5. Ist gerade. Das sieht so verkehrt aus. Ja, scheiße. Kann man auch nicht alle Tage sagen, in 3 Runden den Chiron überrundet zu haben. Ist halt einfach das beste Auto, was jemals gebaut wurde von Bugatti. Aber nur in diesem in dieser speziellen Ausführung. Ja, so sollte er ausgeliefert werden, finde ich. Der erkennt, wenn eine Kurve kommt und lenkt selbstständig ein. So, jetzt müssen wir noch gucken, wer letzter wird. Das ist halt so geil, weil ich krieg's mit 190 dahin und Micha kommt einfach nicht nach. Okay, Alter. Die Karre nicht gerade gestellt, das ist das Problem. Von Micha und Chiron von Moritz. Und dann mein Sestor. Gott sei Dank bin ich die Karre los. Guck, wie er da steht. Guck, wie er da steht. Das ist so geil. Gott sei Dank bin ich die Karre los. Ha! Ich verdrödel die jetzt und kaufe mir was Neues dafür. Ich glaube, ich fahre mit dem Serien-Giro. Ist das auch erlaubt? Nein, heute nicht. Schade. Oje, oje, oje. Ja, nach 2-mal Praxis könnt ihr doch jetzt nochmal Praxis kommen. Was machen wir denn? Wir machen erneut einen Rundkurs. Ja, interessant. Glaube ich. Warte mal. Jetzt muss ich noch gerade schnell schauen, welchen. Welcher sich da anbietet. Ja, komm. Der müsste, oder? Hm. Bessere. Bisschen. Na komm, nehmen wir den. Ach, ich bin schon wieder nicht in der Lobby, das ist ja geil. Ja, Dirt-Rundkurs? Ja. Oha. Das wird jetzt nicht so schön. Nee, das wird tatsächlich nicht so schön. Jawohl. Wo sind wir dann? So, das ist jetzt ein Fahrzeug, wo ich so gedacht habe, soll ich den nehmen oder nicht, weil ich das Gefühl hatte, den wird jeder von euch nehmen, aber vielleicht halt auch nicht, ich weiß nicht, das werden wir dann noch gleich noch erfahren, wenn dann alle Autos durch sind. Ja, wir machen Anything Goes natürlich. Hey, Andy. Kannst du wenigstens warm machen? War leicht offen. Ja, warm jetzt nicht unbedingt, aber ich mache jetzt keinen Winter. Ich hab nicht mal eine Windschutzscheibe. Du musst halt das Gebläse einschalten. So. Abgas durch den Fahrerraum durchleiten. Dann wird's wieder warm. Bist du drin? Sind alle drin, ja. Ah, okay. Perfekt. Oh, ich hätte vorher das Fahrzeug wählen sollen. Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Egal. Also, ich habe eh alle Zeit der Welt. Genau. Ja, 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 ja. Ja, und direkt schon mal verklickt. Ich bin so aufgeregt. Oh, oh, oh. Also egal, wie die Folge heute ausgeht, das Wichtige hat schon mal funktioniert, Micha. Ja. Ray geschockt fürs Leben. Ja, noch bin ich es nicht gefahren. Vielleicht muss ich es auch nicht fahren. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Theorie drin dann. Deswegen nutze ich es gerade nicht. In der Hoffnung, bei den Kackautos kommt irgendwas Cooles dran. Was fährst denn du jetzt, Ray? Das ist so die Frage. Das waren jetzt die ersten Autos, die er gewonnen hat, oder? Nee, die zwei. Ich habe den Z28 und den GT3 noch. Also die sowieso nicht hochgesetzten Leistungsindex-Boliden. Ich warte schon mal, das ist jetzt auf jeden Fall mein Fahrzeug mit dem niedrigsten Leistungsindex heute in meiner Ausgabe oder in meinem Fuhrpark oder meiner Vorauswahl oder was auch immer. Bei mir nicht. Das war schon weg bei mir. Ja, das hast du schon gekriegt.
Ja, okay, deswegen. Ich bin froh drum, dass ich wählen konnte, weil das war so meine Hoffnung. Ich brauche irgendwas, was so irgendwie auf loserem Untergrund was kann. Aha. Das ist jetzt aber blöd. Dann wollen wir auch mal gucken, wie das jetzt abläuft. Aber man kann natürlich auch mit anderen Fahrzeugen ganz gut auf so Untergründen unterwegs sein. Ja, nee, die Kamera hier. Ich bin nur am Rutschen. Nein. Doch, der mag er nicht. Ja, lecker. Der mag ja gar keine Bodenwelle. Ich glaube, das ist jetzt das Karma, dass wir ihm zwei so Autos hingestellt haben. Ja, das war auch so mein Gedanke. Ey, wenn ich so ein Kackauto habe, dann nicht, dass nachher per Zufallsgenerator mein letztes im Stack ist. Und dann, wenn es drauf ankommt, ich halt einfach nichts mehr machen kann. So, und dann hab ich's halt aufgelassen. Ah, jetzt hab ich's verkackt. Was muss sein? Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, ich war auch kurz davor und dachte, ah, nee. Bei meinem Glück immer an den solchen Sachen. Sehr ehrgeizig. Nee, ich hätte mich halt nur wieder selber geärgert. Aber ihr habt's ja gemacht, ist okay. Also soll erfüllen. Nicht, dass wir alle nachher mit so Kackautos dann dastehen. Jeder baut 5 Trash-Autos auf. Lustige Folge. Ich hab so das Gefühl, Andi hat auch noch sowas und es kommt noch. Meinst du? Wahrscheinlich war es der Porsche und er hat nur so gespielt von wegen, oh, ist der scheiße, bla bla und dann, ne? Schauen wir halt mal, ne? Ich habe hier ein schönes Battle. Schön ist es nicht, es ist ein Battle auf alle Fälle, aber kein schönes. Ja, wir können uns beide schon mal verabschieden. Aber wie ist es meistens im Quartett? Wer am Anfang viele Autos gewinnt, der verliert am Ende. So, jetzt habe ich dann gleich 2 GT3s. Ist das nicht schön? Leider war es der falsche Kurs. Ja. Die Bodenwellen. Also, GT3 2019 von. Ja, tatsächlich leider zu viele Bodenwellen. Und ein 812 war das noch, ne? Ja. Yep. Von mich. Ja. Okay. So. Irgendjemand wird wahrscheinlich jetzt nur noch 2 Autos haben, ne? Terragos sein, oder? Nee. Oder hat ihr. Ich bin noch auch? Mal 2er geworden. Ich hab noch 2. Ich hab noch 3. Hat ihr noch 3, okay. Weil ab 2 Autos auch für die Zuschauer darf man dann selber entscheiden, welche der beiden man einsetzt. Also man darf vorher schon die Disziplin wissen und dann entscheiden, welches Fahrzeug man dafür einsetzt. Und sollte man nur noch ein Fahrzeug haben, dann übernimmt man die Entscheidungsrecht, was denn gefahren wird. Da beides jetzt nicht eintrifft, habe ich weiterhin die Entscheidungsgewalt. Allerdings muss ich jetzt mir mein Fahrzeug, was ich als nächstes jetzt habe, echt gut überlegen, in welcher Disziplin ich das denn einsetze. Denn das ist tatsächlich das Fahrzeug, bei dem ich überlegt habe, quasi den Allrad auf Frontantrieb umzumünzen über die Diff-Sperre. Hab's aber nicht getan, aber ja, ist trotzdem nicht so geil zu fahren. Moment, muss ich gerade mal kurz gucken. Vielleicht muss ich auch mal was Theoretisches machen. Nicht blöd. Ah, da. Was machen wir da am besten? Das macht keinen Sinn.
Ja, wo das ich, da ich eh entscheiden kann, ist ja jetzt egal, wenn ihr das Auto schon seht. Ja, wow. Okay. Es ist Risiko, aber ich sag jetzt mal, wir machen ja, wir machen. Wir machen einen Blitzer. Und bei Blitzer ist es ja so, dass ich die Startposition als auch den Blitzer wählen darf. Und deswegen nehmen wir den Cotwalls Blitzer und starten hier. Die 20 Meter Anlauf? Ja, mehr gibt's nicht. Also am besten schön alle nebeneinander stehen, dass es auch wirklich dann gleich ist, gerade bei so wenig. Ich hoffe einfach, dass die Beschleunigung gut ist. Aber mehr kann ich halt nicht hoffen. Oh nein, da ist ein Chiron dabei. Scheiße, okay, ich hab verkackt. Okay, ich hab verkackt. Ja, am besten lassen wir den Verkehr noch vorbeifahren. Okay. Warte mal, Andi, sorry. Er will eben nicht an dir vorbei, Ray. Hä? Er will ja nicht an dir vorbei. Du kannst doch pausieren, dann fahren die doch durch. Du musst doch nicht wegfahren. Verstehst du? Da kommen immer mehr. Ja, ist egal. Ach komm, geh weg. Jetzt schon. Alles klar. Ich fange an, weil ich entschieden habe. Achso, warte, ich muss. Ah, Moment, das wäre jetzt fast schief gegangen. Ich muss die Infos wieder reinmachen, sonst sehe ich gar nicht, wie schnell ich war. So, okay. Okay, das wird jetzt auf die. Das wird jetzt interessant. Alles klar. Oh, ich hoffe, ich habe den ersten Gang nicht zu kurz. Okay, ich habe verkackt. Zweimal einen Begrenzer gefahren. Also, gehen wir mal die Zahlen durch. 2. Hab ich auch. Ja. Ja, okay, jetzt kann schon entscheiden werden. 3. Ja. Ja. 1. Okay, Andi ist schon mal letzter. Oh Gott. 6. Nein, 1. 5,75. Ja! Ja, ich hab 3, 6, oh. 3, 7. Boah, Alter. 31,85 fertig. Dann war doch der Blick nochmal die Telemetrie nicht schlecht, weil ich habe gesehen, der hat 1,6 Sekunden von 0 auf 100 und dachte, hier kommt, das ist eine schnelle Beschleunigung. Okay. Das heißt, Andi, dann meiner, dann Eragos, dann du, gell? Ja, dann Viper, Andi. Dann, wer war Chiron? Dann? Chiron. Ja, der war halt wahrscheinlich zu schwer auf der für den kurzen Weg. Chiron von wem, Micha? Ja. Und den kommt hinten dran. Okay. Das heißt, ich habe jetzt dank euch 2 Chirons und 2 GT3 Porsche. Nice. So. Bitte, viel Spaß damit. Ja, jetzt muss ich aber erstmal das eine Auto holen und mir ein Tuning draufziehen. Achso, ich darf nochmal wählen, ne? Warte, ich muss mir erst das Fahrzeug angucken, bevor ich da überhaupt irgendwas wähle. Jetzt. So. Andis kriegt er, glaube ich, erst jetzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Habe ich den irgendwo doppelt? Ah ja, guck mal, ich habe 2 von dem, perfekt. Ne, ich habe 4 von dem, alles klar. Live. Klar. Hast du 4 Vauxhall Speedster? Wieso habe ich hab keinen Vauxhall gewonnen? Was? Habe ich gewonnen vorhin. So, Einstellung laden. Oh, das wird doch bestimmt vorgeschlagen. Quartett, Andi, das wird sein. Ich hab's umbenannt. Ja, das hat er noch nicht aktualisiert wahrscheinlich. Ich habe die vorher schon alle gesucht und getestet und die Stärken schon rausgefunden. Nicht. Okay. Was hat denn der Tolles? Der kann gar nichts. Was hat denn der Tolles? Ach, den hat er. Oh. Okay, mal gucken wir mal. Was machen wir da jetzt?
Warten, damit ich das Auto wechseln kann, schon mal Tuning laden kann. Oh nee, ich habe noch nichts gewonnen. Okay, wir machen. Ich hab noch nichts gewonnen. Wir machen. Muss ich wieder gut überlegen. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, hau raus. Bleib im Schnee. Frage, will er dir was Gutes oder will er dir was Böses? Also, bleib im Schnee, weiß ich nicht, weil das Ding hat weiterhin Heckantrieb. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich gut ist. Er hat auch keine Offroad-Reifen, das sehe ich. Deswegen. Danke, ja, nein. Ich habe eine andere Idee. Habe ich das falsche Setup? Hä? Dann habe ich falsch aufgebaut. Ich dachte, ich habe den auf Offroad aufgebaut. Ja, nee. Das hast du vielleicht beim Drag Race vorhin besser gestartet. Nee, wir fahren tatsächlich. Okay, es könnte jetzt schief gehen, egal. Wir machen nochmal einen Rundkurs. Und zwar den da. Den. Hä? Okay. Ja. Okay. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich probiere es einfach mal. Guck mal. Warte, fahren jetzt 4 Autos von mir? Nee, kann ich. Nee, da fahren nicht 4 von dir. Ich hab noch keins gewonnen. So. Ja, ich denke, da werde ich jetzt keine Chance haben, aber ist egal. Würde ich noch nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, wie die Karte sich verhält. Also ich erkläre mal ganz kurz meinen Gedankengang. Ich denke mal, gegen voll aufgebaute S2-Monster, also mit 998, die werden einfach ein besseres Leistungsgewicht haben. Und dementsprechend auch quasi, wenn es um Geschwindigkeit geht, wegziehen. Klar, Beschleunigung auch irgendwo, aber deswegen ist meine Idee, gerade ein Porsche, der hat eigentlich ein relativ gutes Handling, könnte im handlingtechnischen Fall auf jeden Fall mit einem voll aufgebauten mithalten. Und deswegen halt ein sehr kleiner Handling-Kurs. Wobei mir jetzt im Nachhinein eingefallen ist, es wäre vielleicht sogar der kleine, enge Kurs auf dem Festival vielleicht sogar noch schlauer gewesen. Aber weißt du nicht, wie ich den aufgebaut habe? Nee, weiß ich nicht, aber er hat einen Handling-Wert von 10, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das irgendwie in irgendeiner Weise funktioniert. Spannend. Ich habe übrigens auf 15 Runden eingestellt. Ja, alles klar. Wow. Hier wurden aber nur Teile reingeklatscht. Das hat schon alles System. Ich bin mir halt nicht sicher welches, aber... Ja, das dachte ich mir schon. Wollt den V8 drin haben? Das war das System. Ja. Ich will von jeder Zylinderanzahl mindestens ein Fahrzeug heute dabei haben. Oh, das könntest du sogar. Das war gar nicht. Das wäre auch. Ich habe tatsächlich am Anfang, als die Folge in der Mache war, überlegt, okay, ich nehme alle Fahrzeuge mit Bodykit, die es so gibt, also so mit Rocket Bunny und solche Geschichten. Dann ist mir aber eingefallen, okay, es wird sehr schwierig, manche davon in eine hohe S2-Klasse zu bringen. Und scheiße fahren würden sie sich dann alle. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, Style-Punkte ja, aber... Nee. Er hat zwar Allrad, aber dieses gibt sonst was. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich hab nicht unbedingt versucht, den Vauxhall auf irgendwas tauglich zu machen. Ja, ich dachte mir schon, du hast einfach die Teile rein und gib ihm fertig. Ja, ich dachte mir, das Auto ist lustig. Ja. Merkt's. Also er marschiert geradeaus, geht er. Kommen, das, aber ja, also das kann er. Frage. Ja, aber auch. Weil es in die Kurve gehen soll, rutscht der nur über alle Viere. Ist auch mein Auto mit dem höchsten LE.
Schön, dass du einen Spoiler drauf gemacht hast, aber du bewirkt halt einfach gar nichts. Nee, bei dem kleinen Kurs wirkt keine Aerodynamik, ja. Nein! Jetzt wirf ich es tatsächlich an der Kacke hier weg. Das gibt's nicht! Ja! Oh Mann! Ich hab gedacht so, okay, die Runden davor habe ich es nicht gemacht und habe ich gesehen, dass du da ein bisschen gecuttet hast. Immer nach, komm, das mache ich jetzt auch. Ich hab Allrad. Und ja, natürlich. Aber oh, an der Kacke wirf ich es weg, Mann, sonst hätte es geschafft. Okay, ich bin runter auf 2. Ah, scheiße, egal. Da bin ich schon auch. Dann kriegt Andi also wieder sein GT3 zurück. Wie schön. Nee, dann nicht. Nee, du. Ich hab halt. Ja, nee. Ich gewinne heute nichts. Das war jetzt Andis GT3 RS, oder? Genau. Ja, 2.16er ist das. Der Opel war auch von Andi. Alles klar. Okay. Ah, immerhin den Druck der Entscheidung nicht mehr auf mir. Was wir so fahren müssen. Aber es wäre fast aufgegangen. Ja. Na dann versagt der Mensch! Könnte heute tatsächlich mal ein schnelleres Duell werden, glaube ich. So, jetzt habe ich aber ziemlich keine theoretischen Dinge rausgeklöppelt, also. Das könnt ihr jetzt wieder machen. So, ich mache mal kurz mein nächstes Fahrzeug. Ich glaube, ich weiß, was es sein müsste. Ich finde das nicht lustig, ehrlich gesagt. Cooler gefunden, wenn Andi es hätte, aber okay. Ja, ich warte aber erstmal, bis du deine Disziplin gesagt hast. Wobei, ist egal, scheiß drauf, wenn ihr es seht. Das bockt ja nicht. Ist ja eh entschieden, dass ich es nehmen muss. Ich habe keine Wahl. Wo ist er dann? Oh, ich hab da sogar ein Gespräch. Achso, das war von einer RTD-Folge noch ein Tuning drauf. So, vorgeschlagene. Guck mal, der wird schon direkt vorgeschlagen. Ich muss gar nicht suchen. Ja. Weiß schon, was gefragt wird. So, soll vielleicht noch schnell gucken, was dazu kann. Okay. Brauchst du LiDAR-Rechte? Oder kommt was Theoretisches? Kommt was Theoretisches. Dann kriegst du keine LiDAR-Rechte. Oh je. Schade. Was kommt denn so theoretisch? Also der Motor ist nicht so ganz der Originale, merke ich gerade. Nein! Kommst du da drauf? Gewicht und der hat zwar Turbo zischen, das kann ja gar nicht sein. Leichtestes gewinnt. Danke! Warte, ich muss erst mal kurz das einkaufen. Du weißt, dass der den Atom hat und nimmst trotzdem das leichteste Gewicht? Hat nicht den Atom. Sicher? Ja. Ich wüsste jetzt nichts, was ich sonst noch nehmen sollte. Warte mal, ich muss erst mal. Außer wir fahren Rennen. Noch mal gucken. Könnten wir natürlich auch machen. Ne, du hast dich entschieden. Jetzt ist es vorbei. Ja, also macht mal leichtes das Gewicht. Ja, passt. Was kaufen. Ja, kauf du. Ich hab die Karre nicht. Weiß auch nicht. Was? Was kann im Zweifel. Oh, das wäre aber hart asozial. Versuch das so rum. So. Ach, das da. Mhm. Da ja, Atom. Ja, fast. Ja, ist ähnlich von der Grundidee. Gott, die Felgen, ich kann nicht neben dir stehen. Passt halt überhaupt nicht. Echt? Naja. Komisch. Aber in Verbindung mit dem Motor ist es, glaube ich, okay. Denke ich auch. Ja, okay, oder? Ja, da bin ich. Wer fängt an? Der ausgewählt hat. Der ausgewählt hat. 1028.
1, 4 und ein paar zerquetschte. Ja, wie viel zerquetschte? Ja, das kommt erst drauf an, wenn ein weiterer kommt mit 1, 4 und ein paar zerquetschte. 1, 4, ja. 1, 1, nur was so zwischendurch. Ja, also dann kommt es okay. Nur drauf an, wer letzter wird. 1, 4, 7, 6. 1, 4, 0, 1. Yay! Ich werde diese komischen aus. Wer hat jetzt gewonnen? Ich. Mal wieder. Das heißt, ich schreibe mir zuerst die Z28 und dann den 599X, oder? Genau. So sieht aus. Z28 von mir, 599 von Ray. Da bin ich runter auf eine Karre. Oh, dann darfst du wählen. Dann darfst du wählen, ja. Dann darfst du die schnelle Tag heute. Disziplin wählen. Oje. Kannst du ja den Arsch nochmal retten, ja. Weil es heute schwierig ist, weil alle sehr alle Fahrzeuge theoretisch auf einem ähnlichen Niveau agieren können. Es sei denn, wenn man vergisst, natürlich entsprechend die Achse richtig zu montieren. Dann könnte es natürlich nach hinten losgehen. Ach, Moment mal! Okay, ja. Du weißt, welche Autos das jetzt bei ihm kommen müssen, oder? Ich versuche gerade im Kopf, ja. So langweilig, ich vergesse das auch mal sofort. Das ist viel lustiger, wenn man dann nicht überlegt, was der jetzt noch hat. Ja, dann bräuchte ich, also ich würde sagen, ein Sprintrennen hatten wir noch. Okay, brauchst du Liederrechte, ne? Wichste. Habe ich nicht mal, Ray, gib ihm mal. Ja, bin ich noch dabei. Nummernschild gemeldet. Jetzt kommt's. Kommt irgend so ein Scheiß, ey. Ich seh's schon kommen. Wo war ich denn? Boah. Okay. Was fahren wir? Ein Sprintrennen. Geil. Sprint nördlich vom Festival. Ah, das Kackrennen, alles klar. Oh, Blaupause. Bin ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, Micha hat dein Auto in der Gleichung vergessen. Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß schon, dass da erst noch das dritte hinten dran kommt. Okay. Oh, sorry. Ja, diese Schweden. Ja. Alter, ist der Fiesta laut. Tja, ist echt laut, gell? Der hat bestimmt einen Motor umgebaut. Ein Traktormotor rein. Viper-Motor. Genau. Oh, Kollision machen wir auch raus, gell? Das ist wie dir überlassen. Immer der erstellt. Der darf alles wählen, wie er möchte. Nein. Nur wenn man Kollision anmacht, dann sollte man es halt vorher sagen. Ah nein, Kollision bleibt aus. Dann werde ich das nutzen. Gegen dich. Ja, das kannst du nutzen, aber wie gesagt, man muss halt vorher sagen, weil sonst ist es. Schon besser so. Sonst ist es. Er hat aber Nacht und Regen. Das ist richtig, richtig ekelhaft ist das. Er weiß Bescheid, dass mein Modell hier kein Kurvenlicht hat. Finde ich richtig nervig, sowas. Und kein Anti-Regenlicht. Scheiße, mein Auto läuft voll. Das ist richtig schwer. Das ist bei dir egal, du machst die Türen auf und kriegst nicht mal zusätzlich die Luft. Das ist eine offizielle aktive Balance of Performance, ja? Je länger das Rennen dauert, je langsamer wird es. Irgendwo unten bei der Handbremse hat er neben Parkbutton hat er noch so einen Stöpsel, den wo er rauszieht. Ja, genau, da muss er dann immer rausziehen zwischendurch. Ich befürchte, das könnte jetzt nicht gut ausgehen, aber. Siehst du ja, wenn einer keine Scheinwerfer hält. Ja, aber das gibt's leider nicht im Spiel. Es gibt zwar ein Fahrzeug, was offiziell keine hätte, aber sie haben einfach ihm im Spiel welche gegeben. Hier der Auto Union, gell? Nee, der Mercedes ist es sogar. Aber ja, das ist der alte Formelwagen.
Oh, wie ich mich immer hier verbremse. Ich mag die Strecke echt nicht. Ja, eigentlich wegen einem anderen Feature genommen. Ja, wegen Wasser wahrscheinlich. Läuft's an, die auch nach oben rein. Hast du einen 918 Motor da vorne drin? Wirklich? Nein! Ja, ja, und nicht hinterher, ich Idiot. Uah, scheiße! Oh, das war der Checkpoint. Ich hasse es, bei solchen Bedingungen zu fahren, ey. Es ist einfach nur nervig. Man kopiert dann halt noch viel eher die Fehler des Vordermanns. Kurven will er einfach nicht. Meiner schon, aber der Fahrer ist gerade so dumm, Kurven richtig zu fahren. Komm schon, das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Geil, ist es bitte, ey! Das gibt's jetzt nicht, oder? Karma ist a bitch, ey. Ich behalte mein Auto mal wieder. Ey, bei mir war es jetzt zwischen, ich werde Dritter, Zweiter oder der Vordermann macht vielleicht den berühmten Fehler auf der Strecke und ich werde Erster und das ist eingetreten. Oh Mann. Ey, mich. Ich würde sagen, dann bin ich mal raus, ne? Also, von wem ist der Nobel? Der ist von mir. Nobel von. Und der, was wurde jetzt Dritter? Achso, der 911, ne? Also Carrera S ist es. Von wem ist der? Von dir, Micha, oder was? Ach, hast du den erst behalten, okay. Okay. Alles klar. Du bist komplett raus jetzt, oder was? Ich bin komplett fertig. Ja, okay, dann kannst du jetzt mit Random-Karren halt außer Wertung mitfahren. Ja, ja. Ist eh nicht mehr so lange. Wir haben ja auch immer bei Quartetten Zeitlimit, weil sonst die Folgen gehen sonst Stunden. Und das wollen wir natürlich. Müssen wir halt mal online, so Multiplayer im Livestream machen. Da gibt's entweder einen Livestream, der geht eine halbe Stunde, oder er geht 5 Stunden oder so. Kommt drauf an, wie lange, dass du halt dabei bist. Armer ist a bitch. Ja. Ja gut, beim Livestream können sie ja so ein Joker-Car machen, dass wenn du halt vorzeitig raus bist, dann hast du nochmal so ein Rettungskar oder sowas, wo dich nochmal rettet oder so, aber ist ja jetzt auch egal. So, jetzt bin ja ich dran. Wieder, oder? Oder hat jemand nur noch einen? Nö, ich habe immer noch zwei. Wie seit einer halben Stunde. Wir haben noch 4. Okay. Ja, ich darf euch gar nichts wählen. Ja, diesmal ist es, aber so ging es mir auch schon mal bei einer Ausgabe, wo ich einfach nur gar nichts machen konnte und am Schluss kein Auto hatte. Oder nur noch eins und deswegen verloren habe. Und ich hatte kein einziges Mal die Entscheidungsgewalt. Das war ein bisschen so fies, aber so ist das halt im Leben, dieses Format. So, dann gucken wir doch mal, ob der mir auch ein gutes Tuning vorgeschlagen wird. Jawohl. So, wir haben ein Fahrzeug, von dem ich ganz, ganz Gutes gehört habe. Ich nutze mal ganz kurz. Aber auf den ersten Blick fällt mir jetzt nicht mal auf, was du da hier verkackt haben solltest. Micha hat mir Tuning 2. Sorry. Hä? Er wird schon merken. Bis jetzt merke ich gar nichts. Also es fühlt sich komisch an. Ja, okay. Könnte sein, dass das Differential ein bisschen stark gesperrt ist. Diff ist komisch, vorne vor allem. Ne? Oder? Der zieht immer vorne weg, so komisch. Oh. Ja, egal. Wir machen, habe ich mir gedacht, sowieso schon, das habe ich doch gerade geguckt, ob das irgendwie in Ansatzweise geht, wir machen eine Driftzone. Und jetzt muss ich gerade noch überlegen, welche wir machen. Irgendeine, wo ich vielleicht ein bisschen kenne. Mau. Ja, ich weiß, also ich kenne eigentlich keine, aber doch, die kenne ich, weil die schon 1000 Mal im Forzaton kam. Wir machen die Hintergassen-Driftzone
Und wir fahren sie von, jetzt lass mich ran, von welcher Seite macht es am meisten Sinn. Wir fahren die unten an der Kreuzung, wir fangen von rechts an und fahren nach links und wir beginnen an der Kreuzung, also quasi also stehen da. Wo die Tafel ist. Stehender Start, bla, wie auch immer. Das ist auch noch so was ich mir überlegt habe. Also ihr merkt schon, ich habe mir viele Gedanken gemacht für diese Ausgabe. Ob ich so ein Hunicorn oder sowas nehmen soll. Ja, oder Hunitruck, wie jetzt Micha gerade zeigt. Ich dachte, die dürfen wir nicht. Doch, das, doch, die waren erlaubt. Das hatte ich da mit Respin irgendwie. Ja, nee, bei Respin nicht, klar. Aber hier war alles erlaubt, außer diese, ach, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Speed. Ego-Autos. Die Speed, ja, die Ego-Autos, genau. Der Ego, die Ego-Speed-Autos, ja. So, ich fange mal wieder an, weil ich hier der Erste bin. Ego Speed Lampions. Oh, der driftet gar nicht. Dann warte ich noch. Oh Gott, okay. Gerade eben hat es besser geklappt. Die erste Kurve war schön. So eingelenkt, Gas gegeben, gerade gezogen. Oh Gott, und ich drehe mich weg. Ich glaube, es kommt jetzt gleich ein Gescheitert. Ja, okay. Das Auto habe ich verloren. Scheiße. Ey. Wenn du schon außerhalb der Wertung bist. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Kann das sein, dass dein Porsche nicht so. Ich weiß nicht, Andi ist, glaube ich, vom Driften her. Bin so oder so raus. Also, ich habe nicht gewonnen. Das Auto ging gar nicht. Gerade eben hat es besser geklappt, aber. Ja. Könnte sein, dass es hier anderer Untergrund ist. Ja, ich glaube auch. Der Untergrund ist anders hier. Wie gerade da eben von vorhin. Egal, ich habe 17.000. Wie viel 17.000? Boah, da habe ich nicht drauf geguckt. Hatte ich jetzt 17.800 oder so. Ja, dann hast du gewonnen, komm. Scheiß drauf. Ist eh egal. Ja. Andi hat eh mehr. 37.000. Ja, eben. Also. Deswegen. Scheiß, ist egal. Warte. Verloren ist es auf jeden Fall. Ich krieg das Kunstwerk Atom. Genau. Dann, was ist das für ein GT3? Wir haben ein paar. Das ist ja zwei. Das ist der 16er. Das ist deiner, oder? Nee, das ist der von Andi. Ja, sehr, ja. Deiner meine ich ja bezogen auf Andis. So. Meins? Ach, den muss ich jetzt wieder auch abgeben, oder? Weil Michael ja. Weil der andere habe ich ja noch. Ja, stimmt. Ich bin aus der Wertung. Das heißt, jetzt. Muss ich den jetzt abgeben? Nee, jetzt wird die Ende abgegeben. Es gibt keinen rettender Platz mehr. Okay, ja. Schade. Ich darf mal was wählen. So, weil einer raus ist, ja. Überleg's dir aber gut, was du wählst, weil das Fahrzeug, was ich jetzt hab, das ja, ist. Ja, den Chiron. Ich nehm Offroad-Rennen. Das ist mir eh schon klar. Ich nehme ein Offroad-Rennen. Gutes, ja. Du bist doch scheiße. Ich habe seit einer halben Stunde zwei Offroad-Autos bei mir. Und nie sind wir Offroad gefahren. Doch einmal, aber da hattest du auch einen Offroader. So ist das halt. Warte, ich muss erst. Andi und Offroad-Autos. Ja, der wird. Ich glaube, der geht auch ganz gut Offroad, das Fahrzeug, was ich jetzt habe. Das ist nur die Frage, was genau wir fahren denn? Warte noch kurz. Offroad-Rundkurs war ja schon. Ah ne, willst du komplett Querfeld ein, oder? Das weiß ich noch nicht so genau, bei Rennen haben wir ja eh keine Restriktionen. Tuning. Es würde so schief gehen. Also machen wir's. Jawohl, das ist meine Mentalität. Dieses Enge, oder welches hast du gewählt? Ich hab's noch nicht gesehen. Nee, Daytona. Daytona, ja genau, das ist echt Daytona. Oh. Da wohnst denn. Hä, wieso ist das Daytona? Ist eine Steilkurve bei. Ja, wow. Nicht nur eine. Hast du das Tuning jetzt bei mir richtig geladen? Bei mir hat er gar nicht den Sturz. Moment, mal kurz checken. Ich hab das falsche Chiron-Tuning geladen. Moment, es gibt ja zwei Chirons. Ja. Ich hab gratis Download. So, ja. Das ist ja das hier. Zum Glück ist mir das jetzt aufgefallen, ey, sonst wäre ich echt mit dem Falschen gefahren. Das wäre natürlich. Kollisionen sind aus. Wäre das ja fatal gewesen. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, das ist ja. Und vor allem, ich finde auch vor allem vorne geil, diese extreme Spur-Sturz-Kombination ist sehr gut. Schönes Achsbruch-Tuning. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht funktioniert das richtig gut hier auf dem Untergrund. Merkst du gleich. Das wäre jetzt der Shit, wenn du einfach komplett fahren würdest. Wenn ich jetzt so, Andi, jetzt, nein, wenn ich jetzt Andi. So komplett dominieren würde. Ja? Glaub mir, ich habe das Auto gebaut. Weiß nur nicht, wieso genau was Aragus fährt.
Du kennst meinen verrückten Fahrstil nicht, ja? Das sieht so verkehrt aus. Die Spur und die, der Schurz. Dame. Das ist einfach geil, oder? Du hast jetzt mehr jede zukünftige Partnerschaft mit Bugatti versaut dadurch, weil die jetzt sehen, wie kacke ich mit den Wagen umgehe in dem Spiel. Aber ich glaube, es wäre eh nie alle zustande gekommen. So. Was ist das da? Ach, okay. Ups, ja. Immer in die Pole Position. Wenn ich jetzt nicht letzter werde, dann lache ich ja noch lauter. Oh Gott, okay, ich merke schon. Ja. Ich bin nie in den zweiten Gang gegangen, jetzt weiß ich, warum der so scheiße ist. Ich glaube, das Getriebe finde ich fast noch schlimmer jetzt wie die Ding-Einstellung. Ach, sind so ganz toll. Ach, okay. Der erste Gang ist noch alles okay, gemacht. Aber der zweite Gang. Alles gemacht. Okay. Der zweite Gang ist halt so übersetzt für 400 km oder so. Nee, also ab ich glaube ab 320 greift er oder so. Oh, Horizon 3 hatte dann schönes Tuning auf dem Regalia, war das, glaube ich. Erster, also, zweiter, dritter hat er noch beschleunigt, ab dem vierten ist er nur noch langsamer geworden. Du konntest voll drauf stehen, war egal. Fies ist, wenn du so ein Troll-Tuning machst, wenn du immer zwei Gänge gleichsetzt. Ja. Also erster, zweiter gleich, dritter, vierter gleich, weißt du? Da musst du immer doppelt schalten. Daytona! So. Oh, das Auto ist viel zu leicht. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Der ist auf nichts aufgebaut. Oh, aua. Gefährlich. Nein! Es ist halt schade, dass du keine kurvigere Strecke genommen hast, Andi. Wieso? Er gewinnt ja. Er muss ja für sich entscheiden, nicht für mich. Ja. Ganz ehrlich, wenn man den Ray leiten sehen will, dann muss man kein scheiß Auto aufbauen, dann muss man einfach nur Wheelspin spielen. Ja komm, das letzte Mal war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich komme nicht vom Fleck, das gibt's ja nicht. Das stimmt wohl, ja. Aber da habe ich, hab ich ja auch das Spin spielen lassen, nicht Ray. So, das heißt... Krieg ich den Vauxhall zuerst? Hey. Ja, du kriegst ihn wieder. So, ich will jetzt nichts sagen, aber... Ich bin nicht letzter, ne? Gratulation. Wessen Chiron ist das? Meiner. Okay. So, ist letzte Disziplin übrigens. Wir sind nämlich am Ende der Zeit. Also noch eine Disziplin, meine ich. Gesundheit. Dankeschön. Ist ja super, Gesundheit. Von wem ist der Atom? Ja. Von Micha. Atom? Achso, okay, du musst jetzt nehmen. Der ist von mir. Ja. Viel Spaß. Kannst auch nochmal eine Drift. Warte mal, hattet die Driftzone, habt ihr da gesagt, dass der gewonnen hat? Egal, ich nehme den jetzt einfach. Naja. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Er hatte verloren, das Duell. Das habe ich eindeutig verloren. Ich habe, irgendwie hat er sich besser gedriftet, wo es nicht die Zone war. Als die Zone kam, scheiße. Driftzone haben wir den Porsche gewinnen lassen. Dann lade ich mal ein wundervolles Setup. Ja, gerne. FQD, XX Garface. Das sieht ja wunderbar aus. So, ich habe noch zwei Autos, das heißt, du müsstest mal sagen, was abgeht. Nur nicht mal das Tuning, lass mich doch. Ich möchte jetzt kein Langweiler sein zum Ende. Machen Track Race. Ich glaube, das Einzige, was da Sinn macht bei dem Auto, hätte ich eigentlich auch dran denken können beim Atom. Weil Leistung hat er ja. Nee, ich denke an Preisvergleich. Oh, das ist echt langweilig. Ich weiß. Wow. Wenn du das so sagst, ne, dann setze mich ja in die Position, dass ich das nicht machen kann. Ja, das ist mir doch egal. Vielleicht sage ich das auch aus anderem Grund, was es langweilig ist, aber vielleicht auch nicht. Man weiß, ich mache jetzt einen Preisvergleich. Den niedrigsten gewinnt.
Das ist richtig langweilig. Ja. Also teuerste fände ich jetzt schon interessanter. Okay, da bin ich, glaube ich, relativ beschränkt, was ich nehmen kann. Sekunde. Oh. Scheiße, der bremst ja gar nicht. Warte mal. Die Bremsen kann der ja egal sein. Micha, beim Preizen verkauft. Wo hast du die Bremse hingestellt? So? Nur so? Hat er echt den Camaro? Das ist beschiss. Also doch der höchste, alles klar. Nein. Ich bin in der Mitte so oder so, 108.000. Ja. Alles klar. Wie viel hast 86. du? 1000. Ja, okay, Andi, in der Mitte bist du nicht, wenn man jetzt die Werte nehmen würde. Ja. Bei mir sind es nämlich 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, 2,5 Millionen. Damit tschüss. Ja. Damit gewinnt Aragos. Nice. Die letzten beiden. Und jetzt kommt's zum Clash. Der zusammengezählten Fahrzeugen. Also, letzter Platz. Und damit nicht auf dem Treppchen. Ganz knapp dran. Es war knapp, hätte es fast aufs Treppchen geschafft. Micha mit keinem Fahrzeug. Dann auf dem dritten Platz haben wir, ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ich habe jetzt 4. Dann ist okay. Argos dritter. Wie viel hast du? 5. Dann Aragos auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir Andi und ich glaub's ja nicht. Ich habe gewonnen mit, ich muss erst zählen, aber es sind auf jeden Fall mehr als das, was Andi gesagt hat. Es sind 9 Fahrzeuge. Ich habe noch, ich zähle auf, den Kitty 3S getuned von Aragos. Ich habe den 812 getuned von Micha. Ich habe noch meinen erst 200 Hunigen. Ich habe noch die Viper von Andi. Ich habe noch den Giraffe von Micha. Ich habe noch meinen Ryra BC. Ich habe noch den Nobel von Aragos. Ich habe noch den neuen Elva von Scarface. Und den Agera durfte ich ja auch behalten. Beziehungsweise damit habe ich ja noch gewonnen am Ende. Und damit. Warte mal ganz kurz. Bist du denn mit den 9 sicher? Weil dann kommen wir auf 18 insgesamt. Ja. Ich denke schon. Es sei denn, einer von euch hat irgendwas vergessen, was er noch was hat. Ich hab also, auf jeden Fall. Ich hab mir alles notiert. Ja, 5 plus. Ja, stimmt, das geht irgendwie nicht auf. 2 sind verschwunden gegangen. Ach, halt, warte. Haha. Jetzt kommt Aragos. Ich bin noch nicht Dritter! Da steht nämlich noch ein FXXK und ein F40C bei mir. Ich hab mir Dann hättest du gerade aber gar nicht wählen können. Hättest du gerade gar nicht wählen dürfen. Oh, beschissen, disqualifiziert. Alter, Aragos ist letzter und damit die Wende des Gabis mit keinem Fahrzeug in Besitz setzt sich auf den dritten Platz. Man glaubt es kaum. Andi, der Sherlock hat es wieder rausgefunden, aber ja, egal, es geht ja nur um Spaß. Ich hoffe trotzdem, die Ausgabe hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, wenn euch prinzipiell so eine Tuned Edition gefallen hat, ja, können wir gerne wieder machen, auch dann mal mit etwas unterschiedlichen Leistungsindexpunkten, nicht nur mit den höchsten. So oder so, vielen Dank fürs Einschalten, das soll es gewesen sein. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.